Wieso haben wir das überall gemacht? Muss mich echt hier besser konzentrieren in der Level. Bisschen zu hart, finde ich. Nee, winken. So. Nein. What? Das hat mich einfach mal festgehalten. So. Jetzt wissen wir, wie es geht. Mit der Schaufel. So. Noch einer. Und Buck.
So, dann haben wir den auch nicht. Naja, der denkt ja, dass wir jetzt tot sind. Andy! Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. 100% haben wir nicht geschafft. Dafür haben wir Sala. Nee, ich überspringe jetzt einfach. So, Story fortsetzen. Sets von 10. Da haben wir jetzt, glaube ich, noch den letzten Teil jetzt. Ja, ich denke schon. Der letzte Teil. Oh, der Reis-Temp. Wir werden irgendwie richtig heiser. Also ich merke jetzt, dass meine Stimme rauer wird. Nicht mehr so viele Volumen. Nein. Oh. So. Haben wir so. So kann man auch keine Gegner mehr, wenn man das so macht. Ja. Dann nehmen wir mal den Baller. Oben, unten, Mitte. Oben, unten, Mitte. Ah, da oben geht's auf, okay. Ich hab mir ja Richtung unten gedacht. Aber unten eher geguckt. Also, wo geht's? Unten, oben, Mitte, unten. Weil ich gedacht, ich habe falsch gemacht. Habe ich wirklich gedacht. So. Nein. Okay.
Aber die Tür. So. Und hier müssen wir Theos den blauen Teil in der Mitte kriegen. Leider nicht. Ja. Geht so teilt. So. Nein, nein, nein. Handy brauche ich. Ja. Oben, unten, oben, Mitte. Oben, unten, oben, Mitte. So. Zwei Bücher. So obvious, dass man zwei Bücher hier braucht. Und hier geht's weiter. Das erste Rätsel gelöst. Willst du mich verarschen? Oben, Mitte. Das merkt man wirklich, dass das das Level ist. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt zurück muss.
Was macht denn das jetzt? Die Tür auf oder was? Ja. Da haben wir die Passage auch hinter uns. Okay. Der Schalter muss dahin. So, die Brücke nach oben und über die Brücke gehen. Jetzt haben wir den blauen. Was für ein Level. So, los. Sehr gierig. Das wäre dumm. LOL. Diese Kamerafahrten hier.
Willst du mich verarschen oder was? Oh, ich glaube, das war Glaube oder so. Das ist gierig. Nein. Diese Kamerafahrten hier ist manchmal so. Ich weiß nicht, wo die Klippe ist. Ich weiß es einfach überhaupt nicht. Weil die Kameraeinstellung so bescheiden ist. Dass man wirklich nicht weiß, wo hier das Ende ist. Okay, die Tür geht auf. So. Abenteuer werde ich ja auch nicht schaffen. Und hier ist die Fackel. So. Nee, Scheiße, ganz ehrlich. Geh aus der Linse. Da hat einfach Seppend einfach das versteckt. So. Jetzt ist die Frage, was passiert jetzt? Der erste Kreuzritter. Suche ein Kelch aus, der weise ist. Einer gibt dir das Leben. Und du hast nur eine Chance. Was?
Unten, Mitte, Mitte, unten. Leute, da sind auch welche. Da ist er. Nein. Der da. Abenteuer. So, jetzt ist die Frage, wo können wir hier abhauen? Achso, wir müssen trinken. Level abgeschlossen. Freies Spiel. Freischalt. Ich glaube auch... Was denn? Das war auch das Ende. Prozent Abenteuer. Jetzt ist die Frage, wie viel Trophäen haben wir eingesammelt? Oder Artefakte. 3 Stück. Ja, dann haben wir nur 3 eingesammelt. Das ist schon cool gemacht. So, das war wieder The Lego Indiana Jones, die Lehre und der Abenteuer. Der dritte Film von dem Bunde. Keine Ahnung, also wenn ich jetzt sagen würde, die 3 Spiele, also das ist ja nur ein Spiel, aber die 3 Teile der Spiele, würde ich Teil 2 bevorzugen. Das hat mir mehr Spaß gemacht. Dann Teil 1. Und am Ende Teil 3. Weil ganz ehrlich, der dritte Teil fand ich nicht so geil. Dieses Motorrad-Level, wo wir ja nicht rübergekommen sind, über die Schanze. Dann das mit der Panzerfaust, das Level. Denkt sich sowas aus. Da weiß ich auch nicht, wie man ein Abenteuer macht. Weil eigentlich kriegst du ja kurz vorm Ende in der Regel den Abenteuer-Plakat. Und glaube, das Motorrad und die Panzerfaust waren ein Level. Das heißt also, du theoretisch schafft man das überhaupt nicht. Außer wenn man dieses eine Ding anmacht, diese ja 10%, Verfehlensfachung der Münzen, dann könnte man das, glaube ich, schaffen,
auf 100% zu kommen. Aber auch schwer. Vielleicht habe ich mich doof eingeschleppt. Kann sein. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Aber ich würde sagen, wir gucken uns den Abspann zu Ende an. Dann kaufe ich die Charaktere. Und im nächsten Schritt spiele ich das Level nochmal durch. Also durchspielen mit Versiebenfachung der Münzen, um einfach genug Münzen zu haben, um uns dann von allen Leveln die Belohnung zu holen. Wie heißt denn das? Was mit T war das? Tetra. Trophäus. Reforce. Ja, diese Bauschkasten, diese 10 Stück in ein Level. Mir fällt echt nicht der Name nicht ein. Eben gerade angesprochen, eben gerade auch noch gelesen. Aber das fällt mir nicht ein. Trophäe. Nicht Reforce. Trophäe. Dann würde ich sagen, ich spiele alle Levels nochmal durch. Nehme jeden Trophäe mit. Mit fast 10-facher Punktzahl. Und den Rest, den ich nicht gefunden habe, würde ich sagen, dass wir uns die restlichen kaufen mit den Münzen. Ich glaube, ein Ding kostet echt extrem viel. Also so Warnerboard. Nur Milchboden. Ja. Das deswegen. Das ist schon verdammt teuer. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht's weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live gehe. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!